Abend, Frau Gstädtner. Einen Moment, Herr Bauer. Ich verbinde Sie mit Herrn Gstädtner. Herr Bauer, für dich. Hallo, Mann. Ist er da? Er telefoniert gerade, aber du kannst rein. Danke. Alles klar, Herr Bauer. In einer halben Stunde bei Ihnen im Büro. Auf Wiederhören. Hallo, Schatz. Ich habe dir deinen dunklen Anzug mitgebracht. Danke. Hast du an die Blumen gedacht? Oh Gott. Ach, das habe ich befürchtet. Aber ich? Wenn ich Sie nicht hätte. Von mir aus können wir. Du musst aber nach. Versprochen? Versprochen. In etwa 2 Stunden bin ich dort. Du weißt, wie wichtig die Sache mit Knaus ist. Aber natürlich. Und bis ich komme, wird Herr Helgerwein mich hervorragend vertreten. Ich werde mir zumindest die größte Mühe geben. Darf ich bitten? Bis später, Herr Gstädtner. Ich komme gerade vom Staatsanwalt. Der Mordmeier kriegt ein Verfahren wegen Anstiftung zum Mord. Hallo, Jürgen. Hörst du mir überhaupt zu? Sag mal was. 1974, war das ein strenger Winter? Ich meine, lag da viel Schnee? Entschuldige, Jürgen, wenn ich dir im Moment nicht ganz folgen kann. Was gibt's da groß zu folgen? Ich will wissen, ob es 1974 viel Schnee gab. Bestimmt gab es da viel Schnee und Eis. Und die haben die Straßen gepökelt wie die Weltmeister. Keine Ahnung, was 74 für ein Winter war. Aber mich würde jetzt interessieren, warum dich das so interessiert. Guck mal, dieses wunderschöne Coupé habe ich mir zugelegt. Was sagst du? Hm? Baujahr 68. Und seitdem war es jeden Winter abgemeldet. Mit Ausnahme von 74. Verstehst du jetzt? Na? Dieser Rostfleck hier, der kommt bestimmt daher, dass der Wagen 1974 im Winter gelaufen ist. Und es gibt ja nichts Schädlicheres für ein Auto als Streusalz, das weißt ja auch du. Aber soviel ich da sehe, ist es kein Rostfleck, sondern ein Loch? Rost, der ein bisschen ausgefranst ist. Aber sonst ist der Wagen 1A ein Schuss, ein Traum. Willst du mal sehen? Ja, es ist eh Feierabend. Weißt du was, ich habe mir das genau überlegt. So ein Oldtimer ist nicht nur was fürs Auge und fürs Gefühl, es ist auch eine Geldanlage. Ja, das glaube ich auch, dass du in nächster Zeit viel Geld anlegen wirst. Also da vorne müssten Sie links. Gut. Hier, ja? Ja. Sehr nett, dass Sie fahren. Ich habe mit der Sicht nachts große Schwierigkeiten. Das ist selbstverständlich. Ich frage mich, warum so ein attraktiver junger Mann immer noch ledig ist. Es hat doch noch Zeit. Frau und Karriere, das verträgt sich nicht. Als mein Mann damals angefangen hat, ich glaube nicht, dass ich ihm da im Wege war. Eher im Gegenteil. Frauen wie Sie sind aber auch rar, Frau Gstädtner. Vorsicht! Was war denn das? Nee, ich seh mal nach. Hände hoch! Zum Auto. Was wollen Sie? Zum Auto. Los! Hände auf die Kühlhaube. Bitte, bitte, ich habe Ihnen nichts getan. Ich hab Ihnen überhaupt nichts getan. Wenn Sie sich verhalten, passiert Ihnen nichts. Bitte. Thank you.
kannst aus deiner Bewusstlosigkeit erwachen. Wie ich dir gesagt habe, ein Kinderspiel. Komm. Mann, das hat uns gerade noch gefehlt. Jetzt nicht, was wird anders? Was machen wir jetzt? Wieso? Alles nach Plan natürlich. Ich meine, das Futter an der Ampel. Darum kümmerst du dich. Thank you.
Guten Abend, gnädige Frau. Freut mich, dass ich es doch noch geschafft habe. Ja, tut mir leid, aber ich hoffe, Herr Helgermann und meine Frau haben mich inzwischen würdig vertreten. Die sind nicht da. Naja, das schöne Essen ist jetzt jedenfalls. So unmöglich. Die beiden sind etwa 2 Stunden vor mir weg. Mein Gott, denen wird doch nichts passiert sein. Dürfte ich mal kurz telefonieren? Ja, selbstverständlich. Danke. Bitte, Herr Gstettner. Danke. Bei Helga Wein. Helga Wein geht auch niemand ran. Wollen Sie die Polizei anrufen? Polizei? Mein Gott, malen Sie den Teufel nicht an die Wand. Nein, nein, ich werde die Strecke mal langsam abfahren. Vielleicht sind Sie irgendwo liegen geblieben. Sie entschuldigen mich bitte. Und wenn Ihre Frau doch noch auftauchen sollte... Ich rufe Sie auf alle Fälle von unterwegs noch mal an. Danke. Das will ich von Ihnen wissen. Wo ist meine Frau? Ihre Frau? Ihre Frau? Ja, meine Frau. Hatten Sie einen Unfall? Nein, nein. Nein, keinen Unfall. Ihre Frau, die ist entführt worden. Ja, Herr Stanele. Ja. Ja, ich komme sofort. Sie können sicher sein, Herr Gstettner, dass Ihr Fall bei der Soko in den besten Händen liegt. Bitte? Morgen, Herr Görtmann. Morgen. Sie wollten mich sprechen, Herr Stanele. Darf ich Ihnen Herrn Gstettner vorstellen? Morgen. Guten Morgen, Herr Gstettner. Wollen wir uns nicht setzen, bitte? Danke. Herr Gstettner hat sich an uns gewandt, weil seine Frau gestern Abend entführt worden ist. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, woher mir der Name Gstettner bekannt ist. Sie sind doch der Fleischgstettner. Sie haben in jeder Ecke einen Metzgerladen. Haben die Entführer sich schon bei Ihnen gemeldet? Bis jetzt noch nicht. Hören Sie, Herr... Göttmann. Göttmann. Das Einzige, was mich interessiert, ich möchte meine Frau wieder haben. Alles andere ist mir egal. Sie können sicher sein, dass wir nichts unternehmen, was das Leben Ihrer Frau gefährden könnte. Können Sie uns irgendetwas über den Tathergang sagen? Ja. Wir, das heißt meine Frau und ich, waren gestern Abend bei Bekannten zum Essen eingeladen. War mir eine geschäftliche Verpflichtung. Meine Frau und mein Geschäftsführer sind schon vorweggefahren. Als ich dann 2 Stunden später hinkam, ich hatte noch einen sehr wichtigen Termin, da waren meine Frau und Helga Wein noch nicht da. Helga Wein, das ist Ihr Geschäftsführer. Ich bin daraufhin natürlich sofort wieder umgekehrt und die ganze Strecke noch mal langsam abgefahren.
Und dann habe ich in meinem Waldstück den Wagen meiner Frau gefunden. Daneben lag Helga Wein, ohnmächtig. Betäubt, wie er mir später sagte. Von meiner Frau keine Spur. Und das hier. Damit wurde Frau Gstädtner offenbar veranlasst anzuhalten. Also den Trick kannte ich bis jetzt noch nicht. Und der Geschäftsführer? Liegt zur Beobachtung im Krankenhaus. Müsste aber vernehmungsfähig sein. Ist er nicht verletzt worden. Und das hier haben die Kollegen vom Erkennungsdienst gestern Nacht am Tatort auch noch gefunden. Keine Fingerabdrücke. Die Täter müssen also Handschuhe getragen haben. Eine Wasserpistole. Ich habe Herrn Gstädtner vorhin schon gesagt, dass uns das hoffen lässt. Gewalttäter benutzen in der Regel scharfe Waffen. Im Prinzip bleibt uns gar nichts anderes übrig, als darauf zu warten, dass die Entführer sich melden. Ich werde die nötigen Vorbereitungen treffen. Wir müssen Ihr Telefon überwachen. Und wenn Sie nichts dagegen haben, werden Sie zwei meiner Leute nach Hause begleiten. Und ich werde mich mal mit dem Geschäftsführer unterhalten. Ich weiß, dass das in Ihrer Situation ein schwacher Trost ist. Aber Opfer von Entführungen sind relativ sicher, solange das Lösegeld nicht gezahlt ist. Ja? Ja? Baujahr 68. Ein bisschen. Kotflügel vorne rechts. Das ist keine alte Karre, das ist ein Oldtimer. Ein Kunstwerk. Banause. Und spar du dir dein höhnisches Grinsen. Wieso? Ich grinse doch gar nicht. Gut, dass du kommst, Karl. Wie würdest du diese Mimik bezeichnen? Das ist doch ein Grinsen. Jürgen, bitte, ich habe jetzt andere Sorgen. Ich grinse nur, weil der Jürgen sich ein altes, verrostetes Auto gekauft hat und jetzt behauptet, das wäre ein Oldtimer. Das ist es auch, solltest du mal sehen. Ein wunderschönes 68er Coupé. Wie schön für dich, Jürgen. Aber jetzt zu unserem Fall. Lissy! Fred! Wie ich sehe, hast du dich schon in unserem Fall verbissen. Samuel Biskram, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redst. Ja, die Leberkässemmel, die hast du doch bestimmt von der Metzgerei gegenüber. Ja, wie immer. Ja, die gehört einem gewissen Gstädtner, wie so vieles andere. Und dessen Frau wurde entführt. Und der Fall gehört uns, was? Du hast es erfasst, Jürgen. Ja? Lissy, rufen Sie doch im Schwabinger Krankenhaus an und fragen Sie nach, wann wir den Helgerwein verhören können. Helgerwein, gut. Und Sie, Fred und Jürgen, ihr begleitet Herrn Gstädtner nach Hause und zeichnet jedes Telefongespräch auf. Er wartet draußen auf dem Flur. Und haltet mich auf dem Laufenden. Und ich? Du veranlasst, dass Gstädtner das Telefon angezapft wird und nimmst dir das Archiv vor, sagen wir, alle Entführungsfälle der letzten 10 Jahre. Ich bin begeistert. Der Helgerwein ist schon vor 30 Minuten aus dem Krankenhaus entlassen worden. Wo ist er jetzt? Ich hab keine Ahnung. Versuchen Sie es doch mal bei ihm zu Hause. Das ist unser wichtigster Zeuge. Was Neues? Tag. Grüß Gott. Die melden sich bestimmt, Herr Gstädtner. Ich nehme an, Sie sind der Helgerwein. Entschuldigung, Tag. Suttmann, Kriminalpolizei. Unser Chef sucht Sie schon die ganze Zeit. Kommen Sie, ich fahre Sie ins Präsidium. Ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Es ist alles in Ordnung. Soll ich nicht vielleicht lieber hier... Nein, nein, gehen Sie nur. Ihre Aussage ist sehr wichtig, glaube ich. Denken Sie daran, Sie wollen ein Zeichen Ihrer Frau. Gstädtner? Ja. Ja. Hören Sie, vorher möchte ich ein Lebenszeichen von meiner Frau.
besorge das Geld. Ja, ich habe Sie verstanden. Aber zu kurz, um festzustellen, woher der Anruf kam. Was haben Sie gesagt? Sie fordern 5 Millionen und keine Polizei. Wenn ich die Polizei einschalte, dann bringen Sie meine Frau um. Das war die Stimme einer Frau. Das war eine Frau, ja. Wenn Sie Hunger haben. Nur Sie können auch später essen. Ihr Mann möchte ein Lebenszeichen von Ihnen. Lesen Sie ein paar Zeilen vor. Wenn Sie möchten, können Sie auch ein paar private Worte dazu sagen. Einsamer Ungar, fast verhungert. München. Vor dem sicheren Hungertod bewahrte die Polizei einen 30-jährigen Ungarn ab gestrigen Montag. Der hatte seinen LKW auf der Autobahn Nürnberg-München kurz vor dem Autobahnkreuz München-Nord. Das reicht. Wollen Sie sonst noch was sagen? Georg. Hallo, Georg. Ich bin in Ordnung. Mir geht es gut. Aber was immer die von dir verlangen, bitte hol mich hier raus. Wenn der Mann zahlt, lassen wir sie frei. Und natürlich, wenn sie keine Dummheiten machen. Ich mach keine Dummheiten, ganz bestimmt nicht. Tja, als ich wieder zu mir kam, da stand der Gstädtner vor mir. Ich war ja völlig benommen. Dann kam der Notarzt. Und die Frau? Können Sie die beschreiben? Wie gesagt, sie trug eine Maske, so eine Mickey-Maus-Maske. Ja, aber Größe, Statur? Ich würde sagen 1,70, 1,75 und sehr schlank. Also ich bin jetzt die Entführungsfälle der letzten 10 Jahre im Archiv durchgegangen. Keine Ähnlichkeiten mit dem Tathergang. Also das Reh auf Rädern, das ist absolut neu. Brauchen Sie mich noch? Ich würde mich gerne um den Herrn Gstädtner kümmern. Nein, wir sind fertig. Danke. Eine Frage noch, Herr Helderwein. Wer wusste alles von der Einladung? Ja, Frau Gstädtner und ich natürlich, Herr Gstädtner, seine Sekretärin Marlies Küttner und die Gastgeber, Familie Knaus. Na ja, danke. Wiedersehen. Was machen Sie denn hier? Gstädtner wünscht, dass wir uns ab sofort aus dem Fall heraushalten. Jürgen hat uns von dem ersten telefonischen Kontakt zu den Entführern berichtet. Aber will Gstädtner tatsächlich ohne unsere Hilfe zurechtkommen? Ich rede noch mal mit ihm. Tag. Danke, dass Sie gekommen sind. Ja, nur um Ihnen noch einmal deutlich zu machen, dass Sie sich da bitte heraushalten wollen. Wollen wir nicht ein paar Schritte laufen? Bitte, Herr Gstädtner.
Tod bewahrte die Polizei einen 30-jährigen Ungarn ab gestern Montag. Der hatte sein LKW auf der Autobahn Nürnberg-München kurz vor dem Autobahnkreuz München-Nord. Georg. Hallo, Georg. Ich bin in Ordnung. Mir geht es gut. Aber was immer die von dir verlangen, bitte hol mich hier raus. Würden Sie uns das Band überlassen? Das bringt Ihre Frau doch nicht in Gefahr. Herr Stettner, ich kann Sie ja verstehen, aber glauben Sie mir... Ah ja? Ist Ihre Frau auch schon mal entführt worden? Nein, aber als Polizist. Ja, da haben Sie Erfahrungen, die ich nicht habe, das wollten Sie sagen, oder? Aber es ist ein Unterschied, ob man sowas als Polizist erlebt oder ob man persönlich betroffen ist. Herr Stettner, wir werden nichts unternehmen, was das Leben Ihrer Frau gefährden könnte. Wir halten uns zurück. Aber wenn Sie uns nicht im Hintergrund mitmischen lassen, dann sinken unsere Chancen, die Täter später zu fassen. Wir haben uns anscheinend immer noch nicht verstanden. Das ist mir vollkommen egal, ob Sie die Täter fassen oder nicht. Ich will meine Frau wieder haben. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Entschuldigung. Schauen Sie, wir sind jetzt seit fast 40 Jahren verheiratet. Wir haben in der kleinen Metzgerei in der Dachauer Straße gemeinsam angefangen, meine Frau und ich. Und die inzwischen über 200 Filialen, die Wurstfabriken, das alles, das haben meine Frau und ich gemeinsam geschaffen. Und das hat doch für mich überhaupt nur einen Sinn, wenn ich es auch gemeinsam mit ihr genießen kann. Brauchen Sie irgendetwas? Soll ich dir noch erklären, dass nichts schiefgehen kann? Kein Mensch kann irgendeine Beziehung zwischen uns herstellen. Aber wenn Sie meine Schwester schnappen, dann haben Sie mich auch. Sie schnappen uns aber nicht. Siehst doch mal anders, Kleine. 1 Million. Dann kannst du noch ein paar Semester dranhängen. Hm? Okay. Es bleibt also dabei. Alles wie abgesprochen, ja? Ich weiß nicht, ob es nicht besser wäre, Stettners Entscheidung zu akzeptieren. Immerhin geht es um das Leben seiner Frau. Jürgen, wir tun doch nichts gegen den Stettner, wenn wir ihn unauffällig beobachten, sondern für ihn. Es kann eine Situation entstehen, wo er froh ist, wenn wir ihm helfen. Und wenn die Entführer spitz kriegen, dass wir mitmischen? Und wenn sie die Frau Stettner deshalb... Also, das möchte ich wirklich nicht zu verantworten haben. Verantwortung gehört zu unserem Job. Stettner? Danke. Ja, ich würde sagen, in einer halben Stunde etwa. Gut, bis dann. Löst dir es ab, Karl. Mhm. Ja, fährst du jetzt nebenher noch Taxi? Das ist doch ein unauffälliges Observationsfahrzeug, findest du nicht? Also, ich fahre dann zurück ins Büro. Thank you.
Ist Dirk Stettner da? Ja, bitte. Die Bank hat gerade angerufen. Sie hat das Geld bereitgestellt. Ich kann es gleich abholen. Haben Sie sich den Führer noch mal gemeldet? Nein. Wenn Sie nichts dagegen haben, fahre ich Sie. Stettner? Ja, hab ich bekommen. Ich hol's gerade. Hier bei mir? Verstehe ich nicht. Hallo? Hallo? Und? Morgen früh ist die Geldübergabe. Um 8 Uhr. Und wo? Hier, bei mir. Und wo ist die Polizei? Ich habe sie weggeschickt. Wieso? Die Entführer wollten das so. Andernfalls. Ich weiß nicht, ob es nicht ein Fehler ist, die Polizei aus dem Fall rauszuhalten. Ob was ein Fehler ist, weiß man immer erst hinterher. Du scheust wohl das Licht? Ich denke nach. Oh, Entschuldigung, da wollen wir nicht weiter stören. Lass doch den Blödsinn, Jürgen. Was war los? Der Gstettner war auf der Bank und hat die 5 Millionen abgeholt. Er ist aber damit wieder heimgefahren. Wann und wo die Übergabe sein wird, das wissen wir nicht. Ja, wenigstens kommt jetzt Bewegung in die Sache. Apropos Bewegung, dich bewegt doch was, das seht ihr doch an. Ja, ich war vorhin bei Stanelle. Wir sollen alle Ermittlungen einstellen, bis Frau Gstettner frei ist. Und? Stellen wir ein? Ich möchte nur wissen, wieso uns der Gstettner unbedingt aus dem Fall heraushaben will. Glaubst du vielleicht, dass er selber dahinter steckt? Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen kann man niemanden aus dem betroffenen Personenkreis ausschließen. Den Eindruck hatte ich von dem Gstettner aber nun wirklich nicht. Nein, glaube ich nicht. Göttmann? Ja, Herr Helgemann. Ich komme gerade von Herrn Gstettner. Er sagte mir, dass er die Angelegenheit ohne Sie über die Bühne bringen will. Ja? Ich glaube, er macht da einen sehr großen Fehler. Ja, bestimmt sogar. Also selbst auf die Gefahr hin, dass ich mich ihm gegenüber illoyal verhalte. Die Geldübergabe findet morgen früh um 8 Uhr statt. Wo? Wo? Und Sie haben sich da bestimmt nicht verhört? Bestimmt nicht. Danke, dass Sie mich informiert haben. Ja, natürlich, das bleibt selbstverständlich unter uns. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Morgen früh um 8 holen die Entführer das Geld direkt beim Gstettner ab. Hey, das ist elegant.
Das hatten wir bisher noch nicht. Göttmann, da kommt ein gelber R4. Er hält vom Haus Gstettner. Danke. Das gibt's doch nicht. Die holen sich das Geld wirklich persönlich ab. Gstettner? Ja? Ich soll hier ein Päckchen abholen. Und meine Frau? Wie bitte? Ich soll nur das hier abholen. Das ist in Ordnung. Jetzt dritter. Vierter. Fünfter. Sechster. Siebter. Achter. Neunter.
Jetzt ist er ganz oben. Er ist in ein Apartment gegangen. Schaut so aus, als würde er da wohnen. Merkwürdig. Lassen Sie das Apartment nicht aus den Augen. Wir warten. Okay. Ja! Jetzt ist alles bald vorbei. Mann hat bezahlt. Ich lasse jetzt rein. Das kann ich Ihnen jetzt leider nicht ersparen. Oh. Macht er. Er hat gerade Müll weggebracht, wahrscheinlich zum Müllschlucker. Jetzt ist er wieder dran. Du, Moment einmal. Der hat das Paket vorhin überhaupt nicht mehr gehabt, wie er in seiner Wohnung ist. Scheiße. Herr Göttmann, schaut so aus, als ob wir reingelegt worden sind. Der hat das Paket vorhin gar nicht mehr gehabt, dass er in seiner Wohnung ist. Nehmt ihn fest, wir kommen. Okay. Sie sind vor euch festgehalten. Nehmen Sie die Hände hoch und dann kommen wir bei den Reisen los. Wo ist das Päckchen? Was für ein Päckchen? Das Sie von Rex Stettner abgeholt haben. Das habe ich in den Müllschlucker geworfen. Das ist mir so aufgetragen worden. Oh Mann! Ich freue mich so für Sie. Ich glaube, ich störe Sie da nicht länger. Ach, Sie trinken doch ein Gläschen mit uns zur Feier des Tages. Ja. Also gut, ein Glas trinke ich mit. Ach, Sie kommen gerade richtig. Wollen Sie ein Glas Shampoos mit uns trinken? Gern, obwohl wir eigentlich gar keinen Grund zum Feiern haben. Meine Frau ist wieder da. Wohlbehalten und gesund. Alles andere ist unwichtig. Bitte. Bitte
Die Herren von der Kriminalpolizei. Meine Frau. Tag, Göttmann. Sudmann, schön, danke, dass Sie wieder da sind. Schatz, die Herren trinken natürlich ein Glas mit uns. Ich freue mich, dass alles so gut ausgegangen ist. Wie sind Sie denn freigekommen? Die Frau hat mich hier in der Nähe im Wald freigelassen. Aber ich hatte einen Sack über dem Kopf. Ich hatte gar keine Chance, irgendwas zu erkennen. Ihr Tipp hat uns leider nichts genützt. Wie es aussieht, sind wir ganz schön verladen worden. So? Die Entführer haben einen jungen Mann beim Studentenschnelldienst engagiert. Der hat die 5 Millionen hier abgeholt. Und dann ist er zu einem Hochhaus gefahren und hat sie dort oben in einen Müllschlucker geworfen. Danach war das Geld leider verschwunden. Das klingt ja reichlich unglaubwürdig. Nein, nein, wir haben das überprüft. Der junge Mann hat offenbar die Wahrheit gesagt. Allerdings stehen wir erst am Anfang unserer Ermittlungen. Lassen Sie mal, sicher für uns. So? Herr Sudmann, was machen Sie denn hier? Gute Frage. Ist Frau Gstettner nicht zu sprechen? Das ist jetzt schlecht. Ist es dringend? Ja, eigentlich schon. Es handelt sich um Sachbeschädigung. Es ist ja unwahrscheinlich, dass sich der Student nicht Gedanken gemacht hat. Danke. Päckchen abholen und in den Müllschlucker werfen? Also Sie meinen, der hat mitgespielt? Ob er an der Entführung beteiligt war? Wahrscheinlich hat er sich gedacht, was soll's? Hauptsache, die Kohle stimmt. Wer war's denn? Ein Kollege von uns. Wahnsinn. Da hat irgendein Irrer eine Ampelüberwachungsanlage mit einer Schrotflinte zerschossen. Das geht. Wahrscheinlich war er böse, weil das Foto ohne seine Erlaubnis gemacht wurde. Das hilft ihm aber nichts. Weil nämlich der Film in einer schusssicheren Kassette untergebracht ist. Was ist denn, Herr Hilgerwein? Ist was? Nichts, nein. Es ist einfach nur sehr heiß hier. Ihnen wird gleich noch wärmer werden. Ich habe nämlich das Foto hier. Und? Das beweist gar nichts. Das beweist wohl etwas, Herr Hilgerwein. Sehr viel sogar beweist das. Weil nämlich hier, da oben, sehen Sie, steht das Datum und die Uhrzeit, wann das Foto aufgenommen wurde. Und das beweist eindeutig, dass Sie Frau Gstettner entführt haben. Kommen Sie, Herr Hilgerwein. Trinken Sie. Das ist mit Sicherheit der letzte Schluck Sekt für die nächsten paar Jahre.